Runde 4. Als viertes Rad heute ein Feld BMX. Ich habe ja gesagt, die nächsten Tage kommen jetzt diese kleinen Räder und dann Hammer, weil die halt hintereinander stehen da bei mir. Na, also das ist jetzt der zweite BMX, was ich euch anbiete. Und das ist, danach kommt noch so ein Cruiser, so ein altes Bonanza, Cruiser, Chopper, Bike, sowas, ja. Und jetzt hier ein Feld BMX. Auch ein Projekt, was sich der Thorsten dann, welchem sich der Thorsten dann angenommen hat im Sommer und wollte das unbedingt schick wieder zusammenbauen. Er hat die Zügel getauscht. Ja, das hat er gemacht. Hier hat er sogar von meinem guten Repertoire hat er neue Züge genommen. Aber die Bremsen sind nach wie vor nicht die besten. Wie gesagt, BMX. Und außerdem geht es halt auch nicht mit diesen Bremshebeln. Na, die sind zwar auch neu, die Promax Bremshebel, aber jetzt sind für V-Brakes und nicht für U-Brakes. Also funktioniert. Bremsbelag ist auch neu. Aber es ist halt nicht original. Also da gehören BMX zum Bremsgriffe ran, die haben eine andere Übersetzung. Und da braucht man nicht so viel Kraft zum Ziehen. Funktioniert auch, aber man braucht ziemlich viel Kraft zum Ziehen. Ja, der Preis von dem Ding war 140 Euro im Laden. Ich sage, 70 Euro wären toll, allein schon wegen der Züge. Wie gesagt, kostet 50 Euro die Züge, also das Material. Das wäre schon toll. Der Rest für Draht, sozusagen. Ist ein geiles BMX, ein älteres Feld BMX halt schon. Na, Feld Base 18,5 Zoll, 20 Zoll Reifen, natürlich wieder, ist identisch, vorne hinten natürlich ein bisschen mehr abgefahren als vorne. Ja. Sehen wir mal zur anderen Seite rüber, schauen uns das von da nochmal an. Wie gesagt, hier ist alles Feld. Also Pedalen sind von Feld. Feld Backpedal steht drauf. Ja. Zahnkranzfeld. Rahmen natürlich Feld. Was haben wir hier? Wheelie Bars. Ja, dazu kann ich nicht viel sagen. Stand jahrelang bei mir rum, bis der Thorsten kam. Er wollte es einmal überarbeiten. Das hat er gemacht. Es stand jahrelang rum, weil bei mir im Laden, da laufen keine BMX-Räder. Also was kann ich da nicht verkaufen. Deswegen stand es ja jahrelang rum. Das war ja eigentlich auch in Ordnung. Na, bloß mit den Jahren, natürlich die Bremszüge waren dann irgendwie, es ist schon bestimmt fünf Jahre rum. Ja. Und im letzten Jahr hat der Thorsten nicht aufgebaut. Bremszüge, man sieht es an der Kette, die ist so leicht rostig und so, aber also ist gemacht, also läuft wieder. Ja, so. Ja, funktioniert. Deswegen ist es eigentlich mein Süd, das jetzt endlich mal ein bisschen zu beschränken, zu begrenzen. Also Feld BMX, 20 Zoll, die Rahmenhöhe ist 18,5, so wie es hier drauf steht oder was, ich habe keine Ahnung. 18,5. Zoll. Und ja, das war's schon. Würde ich mal sagen. Schaut's euch an.
Kauft es, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, lasst das wie meine anderen. Ja, so einfach ist es. Fat Base. Da steht's. Base, Modell Base. Fat Bikes. So, dann sag ich mal fein brav, bis morgen. Wir sehen uns. Heute ist Silvester, deswegen mache ich das Ganze hier schon recht früh. Ja, weil heute ist Silvester. Also dann denkt dran, das nächste Rad kommt morgen. Und der Spruch wie immer, abonnieren, wenn ihr Bescheid wissen wollt, wann das nächste kommt, was das nächste Rad für uns ist. Und ja, das war's. Viel Erfolg beim Bieten wünsche ich euch auf alle Fälle. Also wie gesagt, ihr könnt da echt günstig irgendwelche Räder abschnappen. Es ist an allen Rädern bestimmt noch ein bisschen was dran zu tun, weil, wie gesagt, lange Standzeit haben die alle bei mir gehabt im Keller. Oder es sind Projekte, die noch gar nicht vollständig fertig sind. Oder teilweise sogar Projekte wie die Gazelle, die ich eingestellt hatte, die noch gar nicht angefangen wurden, von mir umzubauen. Und das Rad, was morgen kommt, wurde auch noch nicht angefangen umzubauen. Das ist auch noch ein Rohprojekt. Aber das ist ein Kult, ein absoluter Kult, absolutes Kultrad. Schaut es euch einfach an, wisst ihr ja nicht, wie die heißen, die haben auch einen bestimmten Namen, diese Räder. Muss ich gleich nochmal nachgucken. Aber mit so einem, auch so mit so einem langen Bananensattel oder so. Es ist kein Bonanza-Rad, es ist aber eine Art. Es ist wie so ein Chopper-Rad. Weiß es nicht mehr genau. Schaut es euch einfach an, kommt morgen drin. Gewaltiges Stück, auf alle Fälle. Dürfte nicht mehr jeder haben, sowas. Also, damit seid ihr dann der King in eurer Stadt. Das ist halt ein normales Stück. Kaufen. Einfach. Was weiß ich, für wenig Geld, meinetwegen. Oder so. Ich meine, 70 Euro wären schon cool dafür. Ich weiß, das ist schon viel vielleicht für manche einen. Aber so, aber 140 hätte ich jetzt genommen, weil Bremshebel kosten ja auch Geld. Die Züge kosten Geld. Dann habe ich das Rad ja irgendwann mal gekauft. Das will ich schon gar nicht mehr rechnen eigentlich. Aber rechnen wir allein mal nur das Material, was jetzt hier dran ist. Da bin ich, wenn ich das einzeln beim Kunden angebaut hätte, wäre ich schon bei, müsste schon bei knapp 100 Euro. Ne? Nur für den Aufbau. Und du kriegst das gleich bezahlt und alles gut. Du musst nicht noch ein Rad mit dazu verheben sozusagen. Und hier ist das Rad mit dabei. Es ist alles schon gemacht. In dem Sinne, auch wenn das eine oder andere Teil unglücklich gewählt ist, wie die Bremshebel zum Beispiel. Also bedenkt das, die funktionieren, aber die haben einen falschen, ne, V-Brake-Hebel, haben einen falschen Anbrems, wie sagt man so. Den Winkel, ne? Für die Zugaufnahme, der stimmt halt nicht. Also da müsste ein anderer Hebel ran. Das ist das Einzige und dann könnt ihr einfach losbrettern, würde ich mal sagen. Oder ihr macht es wie die ganz coolen, schraubt die ganzen Bremsen ab und fahrt einfach nur Rampe. Auch keine Bremsen, scheiße, ja. Bumm. Ja. Krankenhaus. Hauptsache gut versichert. Das war's für heute. Also bis morgen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.